Herzlich willkommen zur Vorlesung Handelsrecht, diesmal auch mit Platz nach links und Platz nach rechts und frischer Luft. Wir sind beim dritten Thema, aber beim vierten Termin. Das soll Ihnen aber jetzt keinen Anlass zur Sorge geben. Wir liegen hervorragend in der Zeit. Wenn Sie sich die Folien angucken, das werden immer weniger von Termin zu Termin und der Stoff ist auch recht überschaubar. Ich habe von einigen von Ihnen die Frage bekommen, ob ich denn nicht ausformulierte Lösungen zu den Fällen von letzter Woche bereitstellen kann. Und das werde ich auch tun, nämlich heute Abend. Dann können Sie sich das nochmal ausdrucken und durchlesen, wie die Fälle von letzter Woche so als Gutachten zu lösen sind. Sie wissen, Sie können am Ende dieses Semesters eine Klausur hier in diesem Kurs schreiben. Wenn alles gut geht, werden Sie diese Klausur sogar am Computer schreiben können, aber nicht hier, sondern in Poppelsdorf. Da gibt es einen extra Computerschreiberaum. Es hat einen großen Vorteil für Sie und für mich. Für mich ist der Vorteil, dass ich mich dann nicht darum bemühen muss, die Handschrift zu lesen. Für Sie ist der Vorteil, dass Sie die Ergebnisse dann direkt online kriegen und wir nicht eine große Klausurausgabe organisieren müssen, sondern Sie am nächsten Tag oder nach 2 oder 3 Tagen dann Ihre Ergebnisse direkt bei sich zu Hause auf dem Tisch haben und wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Klausur am Computer heißt nicht ankreuzen, sondern das heißt in der Tat, Sie müssen trotzdem Gutachten schreiben. Sie sparen sich nur das Papier und die Handschrift. Schade, aber ist so. Ja, Sie bekommen 20 Minuten mehr Zeit. Ja, Sie sollen ja nicht jetzt hier mehr schreiben. So. Ach, das ist so einfach. So, wir haben in der ersten Stunde behandelt, wer Kaufmann ist. In der zweiten Stunde haben wir über das Register gesprochen. Und wir sind noch beim Thema Modifikationen des Vertragsschlusses gegenüber dem BGB. Ja, also wir sind jetzt wieder BGB AT 145 folgende. Wir haben letzte Woche besprochen, was Handelsgeschäfte sind. Weiß noch jemand, was ein Handelsgeschäft ist? Wo ist das geregelt? Ja. 343. Und der setzt voraus, dass es sich um ein Geschäft handelt, was zum Betrieb eines Handelsgewerbes gehört. Das heißt, wir brauchen einen Kaufmann und wir brauchen ein Geschäft und es muss zum Handelsgewerbe des Kaufmanns gehören. Das heißt, wenn der Bäcker morgens sich einen Kaffee kauft, nicht in seiner eigenen Bäckerei, sondern woanders, handelt er nicht als Bäcker, sondern als Privatmann, also ist es kein Handelsgeschäft. Wenn der Bäcker dagegen Mehl für seine Bäckerei bestellt, ist es ein Handelsgeschäft, weil es zu seinem Unternehmen dazu gehört. Das ist die einfache Unterscheidung. Gut. Dann haben wir uns letzte Woche schon kurz angesehen, einige Auslegungsregeln. Und ich habe Ihnen gesagt, das ist nur halb so spektakulär, wie es klingt. Nämlich Maß, Gewicht, Währung, Zeitrechnung und Entfernung richtet sich nach dem Ort, an dem erfüllt werden soll. Das heißt insbesondere nicht nach dem Ort, wo der Vertrag geschlossen wird und insbesondere auch nicht an dem Ort, wo der Erfolg eintreten soll. Das heißt, da, wo der Schuldner seine Tätigkeit vollbringt, da bestimmt sich die Auslegung von Maßeinheiten. Wenn es also zum Beispiel Pfund als Gewichtseinheit gibt, wissen Sie, gibt es das kontinentale Pfund und das britische Pfund. Und ich glaube, das Britische ist irgendwie 452 Gramm oder sowas. Und das heißt, die Frage ist, wie viel ist geschuldet? Dann kommt es darauf an, wo hat der Schuldner seine Tätigkeit zu vollbringen? Ja? Gut. 359 sagt, ist die Zeit der Leistung Frühjahr oder Herbst? Kommt es darauf an, wo die Leistung zu vollbringen ist? Das heißt, auch da, wenn der Schuldner in Australien sitzt, ist der australische Frühling gemeint. Wenn der Schuldner in Deutschland seine Tätigkeit vollbringen muss, ist der deutsche Frühling gemeint. Und Absatz 2, wenn man sagt 8 Tage, heißt das volle 8 Tage, also 8 mal 24 Stunden.
Das heißt, wenn man sagt Freitag in 8 Tagen, heißt das 8 Tage und nichts anderes. Dann haben wir gesprochen über Handelsbräuche. Ja? Und ich habe Sie darauf hingewiesen, 157 spricht von Verkehrssitte, 157 BGB, Verkehrssitte. Und im Handelsrecht haben wir die Handelsbräuche. Ich habe jetzt eine kurze Frage, warum sind es nicht 8 Tage? Weil ich hätte auch reinschreiben können, wenn es 4 Tage sind, sind es 4 Tage. Ja, da steht aber im BGB schon drin. Da steht 187 folgende BGB schon drin. Warum ist jetzt besonders? Weil offenbar 8 Tage ein Ausdruck ist, der oft unbestimmt ist. Man sagt, ja, in 8 Tagen und das heißt für manche Leute derselbe Tag in 7 Tagen. Also wenn ich sage, nächsten Montag, könnte ich auch sagen, Montag in 8 Tagen. Und dann ist halt die Frage, ist gemeint jetzt Montag oder ist gemeint in 8 Tagen? Und deshalb, dieses in 8 Tagen wird ausgelegt, wenn man nichts anderes sagt, dass wirklich volle 8 Tage gemeint sind. Fragen Sie mich nicht, es gibt Leute, die sagen das. Sie müssen berücksichtigen, dieses Gesetz stammt nicht aus dem Jahr 2015, sondern dieses Gesetz stammt ungefähr von 1873. Ja? Damals mag es sein, dass der Sprachgebrauch noch ein anderer gewesen ist. Das haben wir alle nicht erlebt, was der Kaiser damals sich ausgedacht hat. Das ist älter als das BGB sogar noch. Und das BGB ist schon alt. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist. Nehmen Sie es einfach hin, dass es so ist, wie es im Gesetz steht. Außer im Zweifel, Sie können auch was anderes auslegen. Also das ist nur eine Zweifelsregelung. Ja, die Verkehrssitte. Die Verkehrssitte kennen Sie alle aus dem ersten Semester. Sie wissen zum Beispiel, wer bei eBay Sachen reinstellt, muss sich an die Spielregeln bei eBay halten. Und die Spielregeln bei eBay sind, wenn Sie was reinstellen, können Sie es nicht einfach wieder zurücknehmen. Kennen Sie die Spielregeln? Ja. Müssen Sie sich dran halten? Ja. Oder es gibt auch andere Orte, wo es Spielregeln gibt, zum Beispiel bei der Trierer Weinversteigerung. Sie wissen, wer da eine Hand hebt, um zu winken, der ersteigert ein Fass Wein. Das ist eine Verkehrssitte. Das macht man bei Auktionen so. Winken heißt bieten. Hier im HGB sind wir unter Profis. Da gibt es nicht nur die Verkehrssitte, sondern es gibt auch die Handelsbräuche. Und Handelsbräuche sind Gewohnheiten und Gebräuche unter Kaufleuten. Also wie die Profis miteinander spielen. Unter Kaufleuten heißt der eine ist Kaufmann und der andere ist Kaufmann. Nicht nur einer, 2 Kaufleute. Ja, toll. Dass das markiert ist, weiß man. Ein Handelsbrauch setzt voraus, dass es erstens wirklich ein Brauch ist. Das heißt, die Leute halten sich auch dran. Das ist noch relativ einfach. Und ähnlich wie bei Gewohnheitsrecht ist aber zusätzlich erforderlich, dass die Leute das auch allgemein anerkennen. Das heißt, es muss eine Erwartung bestehen. Nicht nur, dass man es so macht, sondern man muss auch erwarten, dass die anderen sich dran halten. Wenn diese beiden Voraussetzungen vorliegen, wird vermutet, dass auch die beiden Parteien des konkreten Vertrages so wollen, wie der normale Kaufmann. Man vermutet also, die wollen so wie immer. Der entscheidende Teil ist, Irrtümer sind unbeachtlich. Das bedeutet, selbst wenn Sie keine Ahnung haben, was der echte Profi machen würde, Sie spielen hier in der Profiliga und müssen sich an die Regeln halten. Also wenn Sie Fußball spielen und keine Ahnung von den Regeln haben, können Sie trotzdem ein Abseits begehen. Und genauso ist es hier, wenn Sie an einer Auktion teilnehmen bei eBay und meinen, Sie können die Sachen zurücknehmen, haben Sie Pech gehabt. Oder hier beim Handelsbrauch. Wenn Sie meinen, Sie können Hotelzimmer einfach stornieren, müssen Sie gucken, ob das wirklich üblich ist. Die einzige Ausnahme ist, wenn Sie der Vertragspartner arglistig in die Pfanne haut. Der erkennt, dass Sie dumm sind und keine Ahnung haben von den Üblichkeiten. Das merkt er, weil er ein raffinierter, böser Mensch ist. Und dann sagt er Ihnen nichts und reibt sich schon die Hände, weil Sie sich auf was eingelassen haben, wo Sie keine Ahnung haben. Sie kennen das zum Beispiel aus dem ersten Semester wieder. Da gibt es diesen tollen Fall mit der Realschulleiterin, die Klopapier bestellen will. Ja, Sie kennen das. Und dann sieht sie diesen tollen Fragebogen, steht dann drauf, Klopapier grob. Und dann schreibt sie ihnen, ja, ich will die dicken Rollen haben, das sind schon die großen. Und schreibt dann hinten, ich will 144 grob. Und dann kriegt sie 144 mal 144 Rollen. Und Sie können sich vorstellen, dann ist die Schule voll mit Klopapier.
Ja? Unter Kaufleuten hätte sie Pech gehabt, weil sie muss sich daran halten, was unter Kaufleuten üblich ist. Wichtig, Handelsbräuche gelten nicht für alle Kaufleute gleich. Das liegt auf der Hand. Unter Fischhändlern ist was anderes üblich als unter Bankern. Das heißt, die haben andere Spielregeln. Sie müssen also gucken, in welcher Branche bin ich tätig und in welchem Ort bin ich tätig. Die Hamburger Fischhändler mögen andere Praktiken haben als die Münchner Fischhändler. Sie kennen das Hamburger Fischmarkt, da schreit man sich an, in München macht man das nicht. Ja? Also es mag durchaus branchenabhängige Unterschiede geben und ortsunabhängige. Gut, wenn Sie das alles haben, sind Sie schon ganz begeistert. Dann ist noch die Frage, welche Rolle spielt das? Wichtig, Handelsbräuche setzen sich durch gegen das Gesetz. Selbst wenn das Gesetz sagt, im Zweifel ist das so und so, oder das Gesetz sagt, Sie haben das Recht sowieso, kann es sein, dass der Handelsbrauch sich durchsetzt. Ein wichtiges Beispiel ist 377 HGB. 377 HGB sagt, dass der Käufer bei einem beiderseitigen Handelskauf unverzüglich rügen muss. Das bedeutet, er muss sagen, ist schlecht, der Fisch ist faul, der Fisch stinkt. Wenn er es nicht tut, verzichtet er auf alle Gewährleistungsrechte. Das steht im Gesetz. Es kann aber sein, dass es in bestimmten Branchen üblich ist, nicht zu rügen, weil man die Sachen gar nicht auspacken will zum Beispiel, weil das zu teuer ist, so wertvoll. Wenn das branchenunüblich ist zu rügen, setzt sich die Branchenpraxis durch gegenüber der gesetzlichen Regel. Also die Üblichkeit schlägt das Gesetz. Klar? Dasselbe gilt aber umgekehrt. Es kann sein, dass es üblich ist, keine Gewährleistung zu geben in bestimmten Branchen. Dann schlägt die Üblichkeit das Gesetz und es gibt keine Gewährleistung. Ja? Gut. Das Schöne an der Sache ist, in Klausuren würde drinstehen, wie der Handelsbrauch ist, dann müssen Sie nur gucken, liegt das vor, liegt das nicht vor. Das macht das Ganze in der Klausur relativ witzlos. Sie sehen das, zum Beispiel so sähe ein Fall aus. Es gibt das Reisebüro REK, eingetragener Kaufmann, und die haben im Merkur-Hotel in Hamburg ein Zimmer gebucht oder mehrere Zimmer gebucht für eine Reisegruppe. Und der Hotelbetreiber möchte nun den Übernachtungspreis abzüglich ersparter Eigenaufwendungen, weil die Zimmer storniert worden sind. Storniert heißt, es kommt keiner, die Zimmer stehen leer. Und im Vertrag steht nichts dazu drin. Und jetzt sagt der Reiseveranstalter als Profi, es gibt einen Handelsbrauch in Hamburg, nachdem der Reiseveranstalter bis zu 3 Wochen vor der Ankunft der Reisenden die Reise kostenfrei stornieren kann und gar nicht zahlen muss. Das BGB sagt in 649 Satz 2, ich muss den Preis zahlen abzüglich der ersparten Aufwendungen. Der Handelsbrauch sagt, das geht nicht. Einzige Frage, die man sich hier stellen müsste, ist, ist das Merkur Hotel in Hamburg ein Kaufmann? Denn wir haben eben gesehen, Handelsbräuche gelten nur zwischen 2 Kaufleuten. Also müssen wir wohin gucken, ob jemand Kaufmann ist. Hinterher heißt es in der Evaluation wieder, ich würde hier nicht genug Leute mitarbeiten lassen. Das kenne ich. Ich bin sehr enttäuscht von der Evaluation vom letzten Semester. Deshalb, ich nehme gleich auch zufällig Leute ran, damit sich auch alle angesprochen fühlen. Es haben sich Leute beschwert, ich würde sie nie dran nehmen. Und ich erfülle alle Wünsche hier. Es ist wie Weihnachten. Also, was sagen Sie dazu? Wonach richtet sich, ob ein Hotel Kaufmann ist? Ja. Ja, in der Tat, hier im Sachverhalt steht nichts von irgendwie AG oder GmbH, das heißt Paragraph 6 hilft es sich weiter.
Es steht auch nichts im Sachverhalt von freiwilliger Eintragung. Das heißt, auch § 2 und § 5 helfen uns nicht weiter. Also bleibt nur § 1 HGB, der sogenannte Ist-Kaufmann. Und was setzt ein Ist-Kaufmann voraus nach § 1? Ja? Ja, in der Tat, das Hotel muss ein Handelsgewerbe betreiben. Was ist ein Handelsgewerbe? Das steht auch im Gesetz, nämlich in § 1 Absatz 2. Und was steht da so? Ja? Genau. Grundsätzlich ist jeder Gewerbebetrieb ein Handelsgewerbe, es sei denn, dass er nach Art oder Umfang eines kaufmännisch eigentlichen Gewerbebetriebs nicht bedarf. Ja. Frage, was ist denn ein Gewerbebetrieb? Um das jetzt ein bisschen zu steigern hier. Sie sehen, das ist eine perfekte Wiederholung dieser Fall. Gewerbebetrieb, was setzt der wiederum voraus? Ja. Das muss selbstständig sein. Ja. Planmäßig dauerhaft. Ja. Außengerichtet. Ja. Und nicht freiberuflich. Ja. In der Tat, damit kommen wir ganz gut hin. Es muss sein selbstständig, nach außen gerichtet, planmäßig und dauerhaft und nicht freiberuflich. Nicht freiberuflich, fangen wir damit mal an. Was bedeutet das, was darf er nicht sein? Ja? Kein Anwalt, kein Arzt. Genau, kein Anwalt, kein Arzt. Sie wissen, die Leute, die Tätigkeiten im Interesse der Allgemeinheit ausüben und nicht nur für ihren eigenen Profit. Die Leute, die was Gutes tun. Ist er das? Nein, er betreibt ein Hotel. Hotels machen es nur fürs Geld und damit schon mal raus. Zweitens, fangen wir weiter hinten an. Was brauchen wir noch? Wir brauchen nach außen auf einem Markt. Tritt er hier nach außen auf in seinem Hotel? Ja, er schließt Verträge mit Dritten ab. Dann planmäßig und dauerhaft. Das scheint mir kein Hotel zu sein, was am nächsten Tag wieder zumacht. Also wird auch das zu bejahen sein. Und dann selbstständig. Ist er hier nur Arbeitnehmer? Nein, er bietet ein Hotel an, wo Leute sich einbieten können. Damit liegt ein Gewerbe vor. Und was machen wir jetzt mit § 1 Absatz 2? Wenn wir nichts dazu im Sachverhalt haben, was sagen wir dann? Ja? Es wird vermutet, genauso wie bei 280 Absatz 1 Satz 2 BGB, wenn nichts im Sachverhalt steht, müssen Sie davon ausgehen, dass die Voraussetzung vorliegt. Das heißt, Sie gehen davon aus, er ist nach Art und Umfang so groß, dass er eines kaufmännischen Gewerbebetriebs bedarf. Also ist er Kaufmann, also muss er sich an den Handelsbrauch halten, selbst wenn er ihn nicht kennt. Selbst wenn er ein Idiot ist, der ein Hotel betreibt, ohne die Üblichkeiten zu kennen, muss er sich an die Spielregeln unter Hotels halten. Ja? Fragen dazu? Will einer von Ihnen jetzt ein Hotel aufmachen? Oh, lohnt sich. Wenn Sie den FIS Food Court machen, dann kriegen Sie ab und zu mit solchen Klauseln zu tun, weil in internationalen Verträgen hat man diese tollen drei Buchstabencodes. Das sind die sogenannten Incoterms. Und die Incoterms, habe ich Ihnen letzte Woche schon erklärt, regeln die Risikotragung. Wir haben letztes Semester gelernt, es gibt Bringschuld und Hohlschuld und Schickschuld. Das hier macht es ein bisschen komplizierter. Und zwar müssen Sie sich das so vorstellen, jetzt kann ich was Tolles anmalen, jetzt wird es toll, passen Sie auf. Stellen Sie sich vor, es gibt den Verkäufer V und es gibt den Käufer K. Und zwischen denen ist das Meer. Sehen Sie das? Das ist das Meer. Um die Ware von da nach da zu kriegen, müssen Sie also hier mit einem LKW fahren und Sie müssen hier mit einem LKW fahren. Soweit klar? Und was geht jetzt los? Und jetzt kommt hier ein Schiff, sehen Sie das? Und Sie müssen die Ware erst in den LKW laden, dann mit dem Schiff transportieren, dann wieder mit dem LKW transportieren, dann kommt die erst bei dem an. Soweit klar?
Das kannst du am Flugzeug spielen, das geht mit jeder Sache. Und jetzt hätten wir natürlich aus unserem BGB drei Möglichkeiten erstmal grundsätzlich. Wir können machen Bringschuld, das heißt der V muss LKW, Schiff, LKW und dann da abladen. Wir können machen Hohlschuld, dann muss der K LKW, Schiff, LKW und abholen. Ja? Also K würde quasi diese Sachen beauftragen müssen. Oder wir haben Schickschuld, dann gibt er das da ab und ob es ankommt oder nicht, weiß keiner. Diese Incoterms schaffen eine sehr viel differenziertere Risikoverteilung. Wenn da zum Beispiel steht FOB, dann bedeutet das, dieses Stück von seinem Lager bis zum Schiff trägt der V. Wenn der LKW einen Unfall hat, hat V Pech gehabt, muss er nochmal liefern. Sobald das Ding über die Reling des Schiffs gegangen ist, ja, also die Reling ist entscheidend hier, ja, sehen Sie, wenn es darüber ist, dann trägt der K das Risiko. Wenn es dann untergeht, muss er bezahlen, kriegt aber keine Ware. Soweit klar? Und das ist natürlich auch ein Problem des K. Das heißt, wir haben eine Differenzierung bis da V, ab da K. Weiterhin ist die Aussage, der V muss die Ware nicht versichern. Das heißt, wenn das Schiff sinkt, kann K eine Versicherung abgeschlossen haben, dem V ist das völlig egal. Soweit klar? Wahnsinn. Das andere Beispiel ist hier zum Beispiel CIF, Cost Insurance Freight. Das bedeutet, der V muss bis hier liefern, bis zum Zielhafen, nicht bis zu K. Der Verkäufer muss außerdem bezahlen den Transport von da nach da. Der Gefahrübergang besteht allerdings schon da, aber der Verkäufer muss die Ware versichern. Das bedeutet, wenn die Ware untergeht, zahlt die Versicherung. Das heißt, der Verkäufer muss eine Versicherung abschließen, dass die Ware auch ankommt. Obwohl die Leistungsgefahr der Käufer trägt, kriegt er zumindest dann eine Versicherungssumme. Und Sie können sich vorstellen, von diesen Incoterms gibt es eine ganze Reihe. Weil man kann das beliebig kombinieren mit Versicherung, Transportrisiko, ab da, ab da, ab da, Transportwege und weitere Leistungspflicht. Da gibt es unendlich viele Kombinationen. Und dafür gibt es ein dickes Buch, da stehen die alle drin. Das ist wie ein Telefonbuch, können Sie die Buchstabenkombination raussuchen. Und wenn Sie den Code nehmen, kriegen Sie genau das, was da vereinbart ist. Klar? Gut, müssen auch nicht im Detail wissen. Nur falls es Ihnen irgendwann mal begegnen sollte, wissen Sie jetzt, es gibt diese Codes. So. Jetzt kommen wir endlich zu Ihrem Lieblingsthema, dem Schweigen. Ja? Das Schweigen haben Sie im ersten Semester schon kennengelernt. Und Sie wissen, wer schweigt, sagt nichts. Er sagt weder Ja noch Nein. Wir haben auch im zweiten Semester schon mal das Schweigen gehört, 241a Absatz 1. Durch Lieferung unbestellter Ware entstehen keine Ansprüche. Sie müssen weder bezahlen, noch müssen Sie zurückschicken. Erinnern Sie sich daran? Ja, ganz toll. Sie wissen aber auch, es gibt davon drei Ausnahmen. Die erste ist, Sie können vereinbaren, Schweigen gilt als Ja. Zum Beispiel gibt es manchmal so argentinische Restaurants. Da laufen Leute mit so Spießen rum, da ist so Fleisch drauf. Ja, das ist ganz toll. Und die kommen und packen ihnen ständig Fleisch auf den Teller, bis sie denen ein Zeichen geben und sagen, ich will nichts mehr. Und so lange kriegen sie ständig wieder Fleisch. Also sie wissen, das ist krebserregend und sowas, das ist so die Art, wie man die Bevölkerung kontrolliert. Aber solche Sachen gibt es. Also quasi bis zum Abwinken kriegen sie was. Oder wenn Sie in einem teuren Restaurant sitzen und der Wein ist quasi im Buffet oder im Menü inklusiv, dann schütten die Ihnen ständig Wein nach, bis Sie irgendwann total besoffen sind. Dieses System ist zulässig, dann haben Sie vereinbart, Schweigen gilt als Aufforderung, komm, gib mehr. Ja, das geht. Sie können auch genauso gut vereinbaren, Schweigen gilt als Nein. Das geht alles. Alles ist drin. Schwieriger wird es dann zum Beispiel bei Treu und Glauben. Es kann sein, auch ohne Vereinbarung, dass Ihr Schweigen irgendeine Bedeutung hat. Boah, denken Sie sich, wie kann das sein? Ganz einfach, weil man in bestimmten Situationen erwartet, dass Sie in irgendeiner Weise reagieren. Und wenn es eine solche Situation gibt, dann müssen Sie was sagen. Und sonst werden Sie so behandelt, als hätten Sie Ja gesagt.
Last but not least, das haben Sie auch im ersten Semester wahrscheinlich schon gehört und wenn nicht, im letzten Semester, weil es im Schuldrecht steht, 516 Absatz 2 bei der Schenkung. Wenn jemand Ihnen was schenkt und legt Ihnen ein Geschenk auf Ihren Platz hier und Sie sagen nichts, Sie lassen es einfach mal da stehen, während Sie hier sitzen und Sie sagen weder Ja noch Nein, dann steht er blöd da und weiß nicht, ob Sie sein Geschenk angenommen haben. Ein romantisches Geschenk zum Beispiel. Ja? Das steht da jetzt und Sie fragen sich Ja oder Nein. Dann sagt 516 Absatz 2, ähnlich wie bei den Minderjährigen, kann der Ihnen eine Frist setzen und sagen, entscheide dich jetzt innerhalb von so und so vielen Minuten. Und wenn Sie dann nicht sagen, dann gilt das als Ja. Ja, es gilt nicht als Ablehnung, es gilt als Annahme. Wenn Sie also die Frist verstreichen lassen und nicht sagen, ich will das Geschenk nicht, unterstellt man, dass Sie das Geschenk annehmen. Auch da wieder, Schweigen gilt als Zustimmung. Schweigen als Ablehnung kennen Sie alle aus 108 BGB. Wenn man den Eltern sagt, wollt ihr das Geschäft des Minderjährigen genehmigen und die lassen die Frist einfach verstreichen, Pech gehabt. Kennen Sie alle. Muss ich Ihnen nicht mal erklären. Erstes Semester. Nach dieser langen Vorrede jetzt 362 HGB. Geht einem Kaufmanne, das ist kein Tippfehler, das ist Gesetz, ja, geht einem Kaufmanne, dessen Gewerbebetrieb die Besorgung von Geschäften für andere mit sich bringt. Ein Antrag über die Besorgung solcher Geschäfte von jemandem zu, mit dem er in Geschäftsverbindung steht, so ist er verpflichtet, unverzüglich zu antworten. Sein Schweigen gilt als Annahme des Antrags. Das Gleiche gilt, wenn einem Kaufmann einen Antrag über die Besorgung von Geschäften von jemandem zugeht, dem gegenüber er sich zur Besorgung solcher Geschäfte erboten hat. Ich habe Ihnen das auch mal als Prüfungsschema aufgeschrieben. Sie brauchen zunächst einen Kaufmann. Paragraph 1 bis 6 HGB, erste Stunde. Sie erinnern sich? Kaufmann. Zweitens, das ist der wichtige Teil, Sie brauchen die Besorgung von Geschäften. Das meint alles. Alle Tätigkeiten, die entweder durch Werk- oder Dienstvertrag erbracht werden. Ja, also schlichte Tätigkeit. Anders als im Geschäftsbesorgungsvertrag nach 675 BGB muss es nichts Intellektuelles sein. Das ist sehr weit zu verstehen. Dann brauchen Sie einen Antrag im Sinn des BGB, das heißt ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages. Und dieser Antrag muss zugehen. Sie wissen, Zugang bedeutet, er gelangt in den Machtbereich, sodass die Möglichkeit zur Kenntnisnahme besteht. Das bedeutet auch, er muss den Antrag noch nicht mal kennen. Es kann sein, dass der Briefkasten explodiert, dann kann er ihn nie lesen, der Antrag ist ihm trotzdem zugegangen. Und, das ist die entscheidende Voraussetzung, Sie brauchen eine bestehende Geschäftsverbindung oder ein öffentliches sich erbieten, das heißt eine Art Invitatio, ich bin bereit, hier Ihre Geschäfte zu erbringen. Ich biete Ihnen an, ich mache was für Sie. Wenn Sie diese vier Voraussetzungen haben, kommt ein Vertrag durch schlichtes Schweigen zustande. Wenn er also nicht ausdrücklich ablehnt, kommt der Vertrag zustande. Er muss ablehnen, sonst kommt der Vertrag zustande. Und für die Ablehnung hat er nur unverzügliche Zeit. Das heißt, er muss ohne Schulterverzögern ablehnen. Er hat also nicht eine Woche Zeit, sondern er muss so schnell wie möglich sagen, nein. Welche Fälle betrifft das in der Praxis, fragen Sie sich jetzt. Das klingt da alles komisch und abstrakt. Es geht da vor allen Dingen um Ihre Bank. Sie haben hoffentlich ein Bankkonto. Und wenn Sie Ihrer Bank sagen, überweis das Geld und die Bank sagt nichts, dann muss die Bank die Überweisung ausführen. Ja, weil das eine Anweisung an die Bank ist. Mach bitte das und das. Oder Sie haben ein Aktiendepot und Sie sagen, verkauf. Dann müssen die nicht sagen, ja, allein das Schweigen reicht als Annahme. Und wenn die es nicht machen, dann haften die auf das positive Interesse, also auf den Erfüllungsschaden. Die müssen sie so stellen, als hätten sie es gemacht. Ist das schwierig? Nö. Betrifft es noch andere Fälle als die Bank? Kaum. Denn der typische Klausurfehler ist, es geht nicht um Kaufverträge. Es geht nur um diese Dienstleistungsverträge. Das heißt, das ist der entscheidende Teil und den machen 99,9% der Leute in den Klausuren falsch.
Das gilt wirklich nur für diese Geschäftsbesorgungen. Und damit ist der Normanwendungsbereich total eng. So, Sie haben letztes Semester Schuldrecht gehabt und auch im BGB gibt es eine solche Norm, nämlich 663. 663 sagt, wer zur Besorgung gewisser Geschäfte, das klingt irgendwie so ein bisschen anzüglich, aber so ist das nicht gemeint, also nicht gewisse Geschäfte, sondern das ist bestimmte Geschäfte, öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat. Das heißt, öffentlich erboten ist wie das gleiche wie im HGB. Ich habe gesagt, ich mache eure Sachen, Leute, meldet euch bei mir. Ist, wenn er einen auf solche Geschäfte gerichteten Auftrag nicht annimmt, verpflichtet, die Ablehnung im Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn sich jemand dem Auftraggeber gegenüber zur Besorgung gewisser Geschäfte erboten hat. Das heißt, der Satz 2 entspricht dem 362 Satz 1 und der Satz 1 entspricht dem 362 2. Das betrifft zum Beispiel, um ein praktisches Beispiel zu geben, die Law Clinic. Die Law Clinic hat sich erboten, ihre Rechtsfragen zu lösen. Und das auch sogar öffentlich, nämlich im Internet. Und wenn die Law Clinic nicht unverzüglich die Ablehnung anzeigt, dann muss sie das auch übernehmen. Das tut sie, deshalb gibt es diese 2-Wochen-Frist, danach werden die Fälle automatisch abgelehnt. Aber Sie sehen, es gibt diese Norm auch im BGB. Jetzt fragen Sie sich natürlich alle, wenn das schon im BGB steht, warum haben wir von der Norm noch nie was gehört? Und zweitens, warum macht der denn eine HGB-Norm, wo das Gleiche drin steht? Und die Antwort kann nur lauten, es muss einen Unterschied geben. Ich mache ja nicht zweimal dasselbe. Ich bin ja nicht blöd. Ach, weiß man nicht. So. Deshalb, was ist der Unterschied? Im HGB ist es so, wenn Sie schweigen, kommt der Vertrag zustande. Wer schweigt, stimmt zu. Im BGB steht das nicht drin. Wenn Sie sich das angucken, hat unverzüglich anzuzeigen und dann Fragezeichen. Was passiert, wenn nicht Fragezeichen? Steht da nicht drin. Ja, sehen, hat unverzüglich anzuzeigen und dann, wenn nicht, können wir sagen, na wenn schon, ist mir doch egal. Wenn ich eine Pflicht habe, erinnern Sie sich vielleicht düster, greift 280 Absatz 1 BGB. Und der sagt, wer eine Pflicht aus einem Schuldverhältnis verletzt, ist zum Ersatz des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet. Und in der Tat, alleine durch dieses öffentliche Angebot befinden Sie sich schon im Bereich von 311 Absatz 2 Nummer 3 und müssen, wenn Sie nicht absagen, das negative Interesse ersetzen. Demgegenüber im HGB gilt das Ganze als Annahme, der Vertrag kommt wirksam zustande und wenn Sie ihn nicht erfüllen, müssen Sie Schadenersatz statt der Leistung nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 281 bzw. 283 leisten. Das ist also das positive Interesse. Klar? Bisher noch Fragen? Negatives Interesse, positives Interesse, kennen Sie alles. Gut. Dann gucken wir uns mal wieder in unserer Reihe Fälle, die man nicht braucht, diesen Fall an. Die E-GmbH hat wiederholt durch den SEK PCs transportieren lassen. Am 2. Mai 2014 unterrichtete E den S von einem Großauftrag und wies ihn darauf hin, dass insgesamt 50 PCs wie üblich zu X zu transportieren seien. Die E-Mail landet im Spamfilter des S, der sie nicht zur Kenntnis nimmt. Als nach 2 Wochen die PCs immer noch nicht angekommen sind, tritt der Kunde der E-GmbH, der auf seine Geräte wartet, vom Kaufvertrag zurück. Hat die E-GmbH Anspruch auf Schadensersatz gegen S aus 461 Absatz 2 HGB? Jetzt sagen Sie, hä? Jetzt sage ich, das ist 461 Absatz 2 für Schaden, der nicht durch Verlust oder Beschädigung entstanden ist, haftet der Spediteur, wenn er eine ihm nach 454 obliegende Pflicht verletzt. Von dieser Haftung ist er befreit, wenn der Schaden durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte. Das ist also eine Sondernorm zu 280.
Die sehen, in Satz 1 haben wir ein Schuldverhältnis, eine Pflichtverletzung, einen Schaden. In Satz 2 haben wir das vertreten müssen. Sehen Sie, das ist die Parallele zu 280. Und 454 sagt, der Spediteur ist zur Organisation der Beförderung verpflichtet. Ja? Also lautet unsere Frage, hat er hier eine Pflicht aus einem Speditionsvertrag verletzt? Und dazu brauchen wir relativ offensichtlich erst einmal einen Vertrag. Ja, wir brauchen einen Speditionsvertrag, damit überhaupt eine Pflicht aus dem Speditionsvertrag verletzen kann. Und Sie erinnern sich, ein Vertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme. Und dann gucken wir uns diesen Sachverhalt nochmal an und wir fragen uns, haben wir zwei übereinstimmende Willenserklärungen? Ja? 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 Ja. 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 Also, der Kollege fängt damit an, dass er sagt, wir brauchen zunächst einmal einen Antrag der E-GmbH. Dieser E-GmbH-Antrag müsste zugegangen sein nach 130 Absatz 1 Satz 1 BGB, um wirksam zu werden. Zugang setzt voraus, dass er in den Machtbereich gelangt ist, sodass unter üblichen Umständen mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. Der Machtbereich des Empfängers umfasst auf jeden Fall sein E-Mail-Postfach, und zwar auch den Teil, der im Spamfilter landet. Die Frage ist, wann ist unter üblichen Umständen mit der Kenntnisnahme Spamfilters zu rechnen? Und da sagt man nicht so oft wie beim normalen Posteingang, den ich täglich gucken muss, aber auch der Spamfilter muss regelmäßig kontrolliert werden, also vielleicht einmal die Woche. Hier waren sogar 2 Wochen ins Land gegangen. 2 Wochen sind zu lang. Also wäre die Kenntnisnahme unter üblichen Umständen vorher erfolgt. Also gilt die E-Mail im Spamfilter als zugegangen. Also haben wir einen Antrag der E-GmbH. Reicht ein Antrag für einen Vertragsschluss? Nein, wir brauchen auch eine Annahme. Haben wir eine Annahmeerklärung des S? Also, man hat keine ausdrückliche Annahme, man hat auch keine konkludente Annahme. Möglicherweise genügt aber auch sein Schweigen als Annahme. Und das könnte sich ergeben, wonach? Was sagen Sie? Ja? Was meinen Sie? Genau. 362 Absatz 1 HGB. Und was brauchen wir dafür? Habe ich eben auf der Folie gehabt, vor vielen Minuten. Ja. Ja, genau. Der S, also der Erklär, also derjenige, dem gegenüber der Antrag abgegeben worden ist, müsste Kaufmann sein. Ist der S Kaufmann? Und wenn ja, woraus entnehmen Sie das? Ja? Hier steht E von K-Punkt, was eingetragener Kaufmann heißt, also ich Kaufmann. Ja, in der Tat, E.K. steht für eingetragener Kaufmann.
Kaufmann. Das heißt, er steht im Handelsregister und wer im Handelsregister steht, ist Kaufmann. Woher wissen wir, dass wer im Handelsregister steht, Kaufmann ist? Ja? Paragraph 2 Satz 1 HGB oder welche andere Norm? Ja? Ja, oder Paragraph 5. 2 Satz 1, wenn er sich freiwillig hat eintragen lassen, 5, wenn er sich eintragen musste. Unabhängig davon, wer im Handelsregister steht, ist Kaufmann. Gut, er ist Kaufmann. Was brauchen wir noch an Voraussetzungen? Ja? Wir bräuchten eine Besorgung von Geschäften, also einen Dienstvertrag, den wir hier haben, weil er ja transportiert ist, ja, nach Dienstvertrag. Genau. Wir haben den Transport der Sachen, das ist ein Geschäft, ein Dienst. Also haben wir auch eine Geschäftsbesorgung, das heißt, auch die zweite Voraussetzung liegt vor. Was war die dritte Voraussetzung? Ja, genau, der Zugang eines Antrags, den haben wir gerade geprüft. Trotz Spamfilter ist der zugegangen. Und was brauchen wir als letzte Voraussetzung? Ja. So ist es. Wir haben hier eine länger dauernde Geschäftspraxis, hat wiederholt transportieren lassen, das heißt, wir haben eine Geschäftsbeziehung, das heißt, auch die letzte Voraussetzung liegt vor. Die Rechtsfolge ist, sein Schweigen gilt als Annahme, damit ist der Vertrag zustande gekommen, damit besteht ein Schuldverhältnis. Hat er die Pflicht verletzt? Ja, er hat nämlich gar keinen Transport durchgeführt. Hat er das zu vertreten? Ja, denn wenn er seine E-Mails lesen würde, hätte er gewusst, dass er transportieren müsste, hätte er transportiert, ist dadurch ein Schaden entstanden? Ist dadurch ein Schaden entstanden? Ja? Ja, der Gewinnverlust des E. Genau. Wenn E sozusagen die Sache transportiert bekommen hätte, hätte er den Kaufpreis bekommen von seinem Kunden. Das hat er nicht bekommen. Der Kaufpreis enthält auf jeden Fall einen Gewinnanteil, also geht es um den entgangenen Gewinn der E-GmbH und der ist nach 252 BGB zu ersetzen. Also liegt auch ein Schaden vor, also besteht ein Anspruch der E-GmbH gegen S auf Schadensersatz aus 461 Absatz 2 HGB. Haben Sie dazu Fragen? Ja? Ja. Ja. Genau. Das ist immer das Prüfungsschema. Wenn Sie das im Gesetz nachvollziehen wollen, gucken wir uns den 461 nochmal an. Da steht, für Schaden, der nicht durch Verlust und so weiter, haftet der Spediteur, wenn er eine Pflicht verletzt hat. Das heißt, Sie sehen, hier steht das Wort Spediteur. Spediteur heißt, es muss ein Speditionsvertrag vorliegen. Das heißt, das erste Merkmal ist das Merkmal Schuldverhältnis. Das zweite Merkmal ist, wenn er eine Pflicht verletzt hat. Das heißt, da haben Sie die Pflichtverletzung. Und dann haben Sie noch die Sache, die vertreten müssen. Von dieser Haftung ist er befreit, wenn der Schaden durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte. Das entspricht dem 280.1.2. Wenn er also bei Anwendung im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, also durch Fahrlässigkeit, den Schaden verursacht hat. Und der Schaden steht auch in Satz 1. Das heißt, dieses Schema können Sie einfach anwenden, immer dann, wenn Sie Schadensersatznormen haben. Egal, wo die stehen. Auch wenn Sie noch nie die Norm gelesen haben, das Schema passt eigentlich immer. Nicht, dass Sie diese Norm kennen müssten. Das war jetzt nur der Schock, dass Sie eine Norm sehen, die Sie noch nicht kennen. So, haben Sie dazu Fragen? Nö, das war einfach, sagen Sie. Dann kommen wir jetzt zu Ihrem Lieblingsthema, nämlich, dass mein Anzug mit Kreide beschmiert ist. Irgendwann habe ich einen weißen Anzug, wenn das so weitergeht. So, ist auch nicht schlecht. Das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Das ist überraschenderweise sogar relativ häufig in Klausuren dran, obwohl es eigentlich total einfach ist. Es gehört mit zu den einfachsten Sachen, die Sie in Ihrem Leben lernen werden. Fangen wir mit einer Frage an, die Sie direkt wieder vergessen können. Nämlich, was ist denn die Rechtsgrundlage, wo ist das geregelt? Und die Antwort lautet, gar nicht. Es gibt keinen Paragraphen, den Sie lesen können.
Es gibt einen Meinungsstreit, wo es hergeleitet ist. Sie brauchen diesen Meinungsstreit nicht zu können. Sie können ihn direkt wieder vergessen. Wir fangen an mit der Meinung 1. Meinung 1 sagt, das kommt aus Treu und Glauben. Ein Fall von 242. Meinung 2 sagt, es ist eine Gesamtanalogie zu Normen im HGB, die Schweigen beachtlich erklären, nämlich 75 H Absatz 1, 91 A Absatz 1 und 362. Von den drei Normen müssen Sie nur den 362 kennen. Die dritte Meinung sagt, es ist ein Handelsbrauch, also es ist eine Üblichkeit, die branchenübergreifend bei allen Kaufleuten so gehandhabt wird. Und die herrschende Meinung und die richtige Meinung sagt, es ist Gewohnheitsrecht. Ja, das ist einfach so, das haben wir immer schon so gemacht und alle glauben, dass das die richtige Lösung ist. Wenn Sie also eine einzige Sache sich merken, ist das, das kaufmännische Bestätigungsschreiben ist gewohnheitsrechtlich anerkannt. Alles andere können Sie wieder vergessen, was auf dieser Folie steht. Vergessen Sie es. So. Nachdem wir diese hochphilosophische Frage geklärt haben, kommt jetzt der Teil, den Sie sich merken müssen für die Klausur. Was setzt das kaufmännische Bestätigungsschreiben voraus? Es setzt zunächst voraus, dass Sie einen Absender haben. Der Absender ist derjenige, der das Schreiben losschickt. Und der Absender muss wie ein Kaufmann am Geschäftsverkehr teilnehmen. Was heißt das, wie ein Kaufmann? Das bedeutet, er muss entweder Kaufmann sein, dann können Sie ganz normal das, was Sie jetzt schon tausendmal gemacht haben, Paragraph 1 bis Paragraph 6 durchprüfen. Es genügt aber auch, dass er auch ein sonstiges Gewerbe betreibt. Auch der kleine Kioskbetreiber muss sich an diese Regeln halten. Der ist kein Kaufmann, aber er betreibt trotzdem ein Gewerbe. Und selbst der Freiberufler, selbst der Arzt muss sich an diese Spielregeln halten. Weil man sagt, wer unternehmerisch tätig ist, muss sich daran halten. Wenn der Arzt also ständig Spritzen kauft, dann muss er, also nicht weil er Drogenjunkie ist, sondern weil er es für die Praxis braucht, dann muss er das hier wie ein Kaufmann mit Bestätigungsschreiben abwickeln. Nicht nur der Absender muss wie ein Kaufmann sein, sondern auch der Empfänger. Man könnte auch sagen, der Empfänger erst recht, denn das Bestätigungsschreiben wirkt immer zu Lasten des Empfängers. Der Empfänger muss also auch entweder Kaufmann sein oder zumindest wie ein Kaufmann am Geschäftsverkehr teilnehmen. Zweite Voraussetzung. Die dritte Voraussetzung heißt, es muss Verhandlungen gegeben haben und die Verhandlungen müssen aus Sicht des Absenders abgeschlossen sein. Der Absender muss davon ausgehen, wir haben zu Ende verhandelt, der Vertrag ist schon zustande gekommen. Es geht also nicht darum, dass er sagt, ich mache ihn jetzt schriftlich an oder ich mache ein schriftliches Angebot, sondern ich bestätige, das ist der Vertrag, wie wir ihn abgeschlossen haben. Der Vertrag ist schon fertig. Viertens, das Bestätigungsschreiben muss zeitnah zu den Verhandlungen zugehen. Zeitnah heißt, ich kann nicht sagen, wir haben vor einem halben Jahr mal einen Vertrag geschlossen, jetzt schicke ich das Schreiben raus. Sondern es muss unverzüglich nach Ende der Verhandlung rausgehen. Dann ein Bestätigungsschreiben muss, wie der Name schon sagt, bestätigen. Das heißt, er muss das fixieren, was nach seiner Ansicht der Inhalt des Vertrages ist. Er darf nicht irgendwas da reinschreiben, neues Angebot, sondern er muss das schreiben, worauf man sich nach seiner Ansicht geeinigt hat. Er darf allerdings unwesentliche Abweichungen vornehmen, soweit er nach den Verkehrsgepflogenheiten davon ausgehen kann, dass der andere sie annehmen wird. Also wenn er zum Beispiel so 0,1% Preis nach oben oder unten macht, kann man davon ausgehen, der andere sagt ja. Wenn er den Preis sogar komplett nach unten macht, kann man immer davon ausgehen, dass der andere sagt ja. Wenn er diese Voraussetzungen alle erfüllt hat, dann muss derjenige, der diesen Brief bekommt, unverzüglich antworten. Und zwar, stimmt nicht. Das ist nicht das, worauf wir uns geeinigt haben. Das nennt man Widerspruch. Er muss also sagen, das, was hier steht, ist nicht der Inhalt unserer Einigung. Wenn er das nicht tut, wenn er einfach gar nichts tut oder sich zu viel Zeit lässt, das heißt mit schuldhaftem Zögern das Ganze macht,
dann wird er so behandelt, als sei der Vertrag mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens zustande gekommen. Einzige Ausnahme, wenn der andere böse ist und den Kollegen in die Pfanne hauen will. Wenn er also absichtlich lügt und absichtlich ein fälschliches Bestätigungsschreiben macht, weil er genau weiß, dass es eh nie lesen wird, dann ist er nicht schutzbedürftig, dann gilt der Vertrag auch nicht mit den Bedingungen, die da fixiert sind, zustande kommen. Ja? Also nochmal, das Bestätigungsschreiben ist nicht so wie bei 362 eine Annahmeerklärung, sondern das Bestätigungsschreiben fasst nur das zusammen, worauf man sich vorher schon geeinigt hat. Es fasst nur zusammen, was vorher schon da war. Und dann muss ich reagieren. Ist das schwierig? Sagen Sie, kompliziert, total anspruchsvoll, Examensniveau. So, um die Schwierigkeit des etwas zu steigern, damit Sie ein bisschen Spannung reinkriegen, haben wir noch was aus dem ersten Semester, nämlich die Anfechtung. Sie erinnern sich ganz düster, man kann anfechten wegen Irrtums. Irrtümer haben wir gehabt im ersten Semester, 119 Absatz 1, Inhaltsirrtum und Erklärungsirrtum. Wir haben außerdem gehabt 119 Absatz 2, den Eigenschaftsirrtum. Und was liegt näher, als wenn man hier nicht rechtzeitig reagiert hat und damit das Ganze als Vertragsinhalt gilt, zu sagen, Moment, ich fechte das Ganze an, das wusste ich ja nicht. Dann lautet die Antwort, Sie können nicht anfechten, weil Sie sagen, oh, habe ich ja nicht gelesen. Das ist kein Anfechtungsgrund. Nicht zu lesen ist einfach nur Faulheit. Und Faulheit ist kein Eigenschafts- oder Inhaltsirrtum. Ebenfalls können Sie sich anfechten, wenn Sie gesagt haben, ich habe das gelesen, aber ich dachte, das hat eh keine rechtliche Wirkung, weil wir haben uns ja vor was anderes geeinigt. Der Irrtum über die rechtliche Bedeutung ist ein Motivirrtum. Motivirrtümer berechtigen ebenfalls nicht zur Anfechtung. Sie können aber anfechten wegen Eigenschaftsirrtum oder wegen Inhaltsirrtum. Wenn Sie also meinen, Haag-Jörings-Köth heißt Walfischfleisch und nicht Haifischfleisch und der andere weiß es besser, dann können Sie hinterher anfechten, wenn Sie Haifischfleisch bekommen, aber Walfischfleisch haben wollten. Weil das ist ein Inhaltsirrtum. Sie denken, das Wort bedeutet A, in Wirklichkeit bedeutet es B. Das schließt das Bestätigungsschreiben nicht aus. Denn Sie hätten sich auch wörtlich mit dem vereinbaren können. Das hätte es ja auch nicht geändert. Ebenfalls können Sie anfechten wegen Eigenschaftsirrtum. Wenn Sie meinen, dass es eine Zuchtperle ist, in Wirklichkeit ist es eine echte Perle, können Sie wegen dieses Irrtums anfechten, weil es ein Eigenschaftsirrtum ist, der ebenfalls nichts mit dem Schreiben zu tun hat, sondern mit den Eigenschaften des verkauften Gegenstandes. Oder wenn Sie denken, der andere würde mit seinem Privatvermögen haften, in Wirklichkeit haftet nur eine GmbH, ist es eine Eigenschaft über eine Person. Wegen der können Sie anfechten. Ja, das ist nicht so verblüffend. Um da ein bisschen Spannung reinzubringen, habe ich diesen kleingedruckten Fall für Sie vorbereitet. Für einen Kredit bei der Bank B bietet S die X GmbH als Bürgin an. Jetzt sind Sie schon total verwirrt. Ja, also es gibt schon drei Leute. Es gibt die Bank B, die Schuldnerin S und die X GmbH als Bürgin. Die Bank erklärt sich einverstanden. Daraufhin gibt die X, Geschäftsführerin, im Namen der X GmbH eine Bürgschaftserklärung ab. Daraufhin wird das Darlehen an S ausgezahlt. An X als Vertreter der X GmbH wird ein Schreiben geschickt, durch welche der Abschluss des Vertrages bestätigt wird, durch welches der Abschluss des Vertrages bestätigt wird. Tatsächlich ist X aber gar nicht die Geschäftsführerin, obwohl sie den gleichen Namen hat wie die GmbH, sondern sie ist nur für die interne Buchführung zuständig, also die Buchhalterin. Die GmbH äußert sich nicht auf das Schreiben. Die Schuldnerin S wird insolvent und das Darlehen kann nicht mehr zurückgezahlt werden. Daraufhin wendet sich B, ja, die Bank, an die X GmbH, die eine Bürgschaft abgegeben hat. Die X GmbH beruft sich darauf, dass X, die Buchhalterin,
weder Geschäftsführer war noch sonst Vertretungsmacht besaß. Hat B, die Bank, gegen die X GmbH einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro aus 765 BGB. Sehen Sie, Kreditsicherungsrecht machen wir auch gleich mit. 765 Absatz 1 BGB sagt was? Ja. Dass der Bürger sich verpflichtet, wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann, anstelle des Schuldners zu zahlen. So ist es. Der Bürger ist verpflichtet zu zahlen, wenn der Hauptschuldner, also hier S, nicht zahlen kann. Laut Sachverhalt kann S nicht zahlen, S ist nämlich insolvent. Also würde der Bürger, die X GmbH, zahlen, wenn ein wirksamer Bürgschaftsvertrag besteht. Was setzt ein Bürgschaftsvertrag voraus? Das ist keine schwierige Frage. Er setzt dasselbe voraus wie ein Kaufvertrag, ein Darlehensvertrag, ein Mietvertrag. Ja, Angebot, Annahme und grundsätzlich Wahrung der Schriftform 766. Fangen wir mal mit Angebot und Annahme an. Haben wir ein Angebot auf Abschluss eines Bürgschaftsvertrages? Ja? Ja? Das haben wir dann unproblematisch. Ja? Problem liegt vielleicht in der Annahme der X, die ja durch als X GmbH ja gar nicht handeln kann, sondern durch ihre Vertreter handeln. Das könnte X sein, also jetzt die Frau. Die gibt eine eigene Gewinnserklärung ab, in ihrem Laden gibt sie auch ab, aber hat halt keine Vertretungsmacht. Mhm. Damit haben wir keine Gewinnserklärung der X, jedenfalls in dem ersten Komplex nicht. Mhm. Wir könnten aber eine Gewinnserklärung haben, in dem sich die X nicht auf ein Bestätigungsschreiben, ein kognitives Bestätigungsschreiben, geantwortet hat, mhm, obwohl es hier zugegangen ist, mhm, da der Brief an die X gegangen ist. Mhm. Also, in der Tat, wir brauchen zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Die Willenserklärung der Bank B ist nicht das Problem. Die Bank B hat gesagt, sie will eine Bürgschaft. Das Problem ist eine Willenserklärung der X GmbH. Die X GmbH kann als GmbH irgendwie nichts erklären. Das ist ja nur ein rechtliches Konstrukt. Sie wird vertreten durch ihre Geschäftsführer. Geschäftsführer ist hier nicht aufgetreten. Sie könnte aber vertreten worden sein durch X. Wir haben eine eigene Willenserklärung in fremden Namen. Wir bräuchten aber auch Vertretungsmacht. Vertretungsmacht hatte X aber nicht und in keinster Weise auch keine Rechtsscheinvollmacht oder irgendwas. Also X hat nicht wirksam vertreten. Die Rechtsfolge davon ist geregelt wo? Wenn keine Vertretungsmacht vorliegt, was passiert dann? Ist der Vertrag dann nichtig oder ist er dann geschlossen worden mit der Vertreterin? Oder was ist dann die Rechtsfolge? Ja? Ja. Ja, in der Tat, die Rechtsfolge ist nach 177 grundsätzlich erstmal schwebende Unwirksamkeit. Das heißt, es ist unwirksam der Vertrag zwischen der X GmbH und B, wenn die B nicht genehmigt, wenn die B die Genehmigung verweigert, haben wir nur einen Anspruch gegen X persönlich aus 179 Absatz 1 und zwar nach Wahl der Bank auf Erfüllung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Gut. Frage, kriegen wir möglicherweise diese Genehmigung hier gedreht? Worin könnte nämlich eine Genehmigung des Vertrages liegen? Ja? Durch das Nichtantworten auf das kognitive Bestätigungsschreiben. So ist es.
durch das Nichtantworten auf das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Wenn wir nämlich unsere Voraussetzungen hier durchgehen, dann stellen wir fest, der Absender des Bestätigungsschreibens ist die Bank B, und Banken sind immer groß und böse und damit Kaufleute im Sinne von Paragraph 1. Der Empfänger des Bestätigungsschreibens war hier die X GmbH. Und was wissen wir über GmbHs? Was ist die X GmbH? Ja? Kaufmann Kraftrechtsform nach Paragraph 6 HGB. Also der Empfänger, die X GmbH, ist auch Kaufmann. Dritte Voraussetzung, es müssten scheinbar abgeschlossene Verhandlungen vorgelegen haben. Haben wir die scheinbar abgeschlossenen Verhandlungen? Ja, denn die haben ja mit X diskutiert von der Bank. Also haben wir hier scheinbar abgeschlossene Verhandlungen. Es gab ja schon eine vermeintliche wirksame Bürgschaftserklärung. Dann schreiben in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang, ja, die haben direkt nachdem diese Bürgschaftserklärung abgegeben worden ist, nochmal dieses Bestätigungsschreiben geschickt. Das hält aus Sicht der Bank auch genau das fest, was vorher vereinbart worden ist, nämlich die X GmbH soll einstehen für die Schulden des S. Und die X GmbH hat gar nicht reagiert, das heißt, wir haben weder einen unverzüglichen noch einen verspäteten Widerspruch, wir haben schlicht gar keinen Widerspruch. Und die Bank konnte auch nicht wissen, dass X keine Vertretungsmacht hat. Also ist unser Ergebnis, nachdem wir diese sieben Punkte durchgegangen sind, das Bestätigungsschreiben führt dazu, dass der Vertrag als endgültig wirksam behandelt wird. Das heißt, ein schwebend unwirksamer Vertrag wird endgültig wirksam. Ja? Also die Rechtsfolge unserer sieben Punkte hier ist, der Vertrag wird endgültig wirksam. Jetzt kommt die Kollegin mit ihrer letzten Voraussetzung. Wir haben aber noch ein anderes Problem. Wir haben nämlich nicht nur die fehlende Willenserklärung der X GmbH, sondern sie hat darauf hingewiesen, nach 125 Satz 1 BGB in Verbindung mit 766 Satz 1 BGB könnte hier der Vertrag wegen Formverstoßes nichtig sein. Denn die Bürgschaftserklärung bedarf ja, wie wir gelernt haben, der Schriftform. Aber da hilft uns auch kein Bestätigungsschreiben, weil das ist keine schriftliche Erklärung der GmbH. Die GmbH hat nie was schriftlich abgegeben. Also wie lösen wir dieses Problem? Ja? So ist es. Nach 350 HGB gilt das Schriftformerfordernis nicht bei Kaufleuten. Das heißt, Kaufleute können sich konkludent verbürgen, also ist der Vertrag nicht der Schriftform unterworfen, also ist auch nicht formnichtig. Also haben wir einen wirksamen Bürgschaftsvertrag, also kann die Bank von der X GmbH Zahlung verlangen. Klar? Ja? Ist das kein Problem, dass es vielleicht gar nicht zugegangen ist, dieses Bestätigungsschreiben? Weil es ist ja eigentlich nur an X gegangen, die ja vielleicht gar keine wenn das an die Anschrift der X GmbH geschickt worden ist, muss es dir zugehen. Egal, an wen es im Haus geschickt wird. Ja. Jetzt kommt, das ist die wichtige Folie, die Sie sich merken müssen. Es gibt nur drei Sachen, wo das kaufmännische Bestätigungsschreiben eine Rolle spielt. Nur drei. Nicht 30, nicht 300, drei. Das erste ist der versteckte Dissens. Sie erinnern sich düster, die Parteien meinen sich geeinigt zu haben, in Wirklichkeit reden sie aber aneinander vorbei. Und zwar unabhängig davon, ob es um die essentiale Negotie geht oder um irgendwas anderes. Wenn sie aneinander vorbeireden, am Ende kommt das Bestätigungsschreiben, gilt das Bestätigungsschreiben. Zweitens, das haben wir gerade im Fall gesehen, bei Verhandlungen mit einem Vertreter ohne Vertretungsmacht gilt das Schweigen auf das Bestätigungsschreiben als Genehmigung des Vertretergeschäfts. Das Schweigen gilt als Genehmigung. Und dritte Variante, das Abweichen von einer Vereinbarung. Wenn man mündlich A vereinbart hat,
Der eine hat es aber falsch verstanden und meint, es wäre B vereinbart, entweder weil er es vergessen hat oder weil er schlecht zugehört hat. Dann gilt B, wenn B im Bestätigungsschreiben drin steht. Das Bestätigungsschreiben gilt immer. Und das sind die einzigen drei Fälle, wo es eine Rolle spielt. Ja? Merken Sie sich diese drei Fälle, mehr gibt es nicht. Wenn Sie ein Bestätigungsschreiben haben, gilt, dass vermutet wird, dass da alles drinsteht, was Vertragsgegenstand ist. Dass es keine mündlichen Nebenabreden gibt, dass es abschließend ist. Diese Vermutung kann aber widerlegt werden und damit hat das für Sie in der Klausur keine Relevanz. Wenn da drin steht, die sind sich einig, dass das so und so war, dann nützt Ihnen diese Vermutung nichts. Wenn da drin steht, es war so und so, nützt Ihnen die Vermutung auch nichts. Diese Vermutung hat in der Klausur für Sie keine Relevanz. Wenn Sie mal irgendwann zweites Examen machen oder Richter werden, ist die Vermutung natürlich entscheidend, weil dann können Sie sagen, du behauptest, da wäre noch was geheim vereinbart worden, du bestreitest das, dann gilt das als nicht vereinbart. Außerdem können Sie mit einem Bestätigungsschreiben AGB einbeziehen. Wenn drinsteht, es gelten meine AGB, dann gelten auch Ihre AGB.